Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixon und ich bin nicht alleine. Ja, ich bin immer noch da. Also, nicht viel Zeit ist vergangen seit unserem letzten Event. Ja, genau. Seit deiner grandiosen Niederlage als alter Knacker von 57 Jahren. Überleg mal, wir hätten das Gehirnjogging gemacht. Das wäre auch interessant geworden. Das wäre auch interessant, ja, wenn das irgendjemand hätte. Hast du sowas? Ich habe keinen DS, also ja. Von daher. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, mal unser geistiges Alter rauszufinden. Stimmt, aber so können wir uns auch auf die Art geistig messen. TV Show King, ein Spiel für die Wii, kann man sich runterladen als virtueller Download-Titel-Dings hier, ne? Wie wäre Spiel, genau. Ja, und ist ein Quizspiel, das heißt, wir messen uns jetzt auf geistiger Ebene. Du weißt, wie das Spiel prinzipiell geht. Und ich habe gedacht, eine Runde mit 5 Runden wäre sinnvoll. Also das heißt, wir treten in 5 Runden gegeneinander an und wer am Schluss die meisten Punkte hat und das Finale gewinnt, hat gewonnen oder so. Gut, dann mach's so. Allerdings, gleich ein Wort vorab, das Spiel hat auch so einen kleinen Glücksanteil. Das heißt, es kann sein, dass keiner von uns überhaupt ins Finale kommt. Das sehen wir dann. Okay. Warum? Das erfahrt ihr dann in der Challenge, ne? Gut, wir spielen natürlich zu zweit, das heißt, wir müssen das hier mal ändern. Oh mein Gott, ich heiße immer noch LPT Nixon, das soll ich vielleicht mal für die Privatdinger ändern hier. Egal, ich bin LPT Nixon und du solltest deinen Mii auswählen, der mal wieder eine Seite tiefer ist, oder? Ach nee, das ist der, okay. Das ist der, wo Defense dran steht. Wir spielen auf Niveau normal, weil wir sind weder Kings noch Genies und, wir können gar keine 5 Runden machen, wir können nur 6 Runden machen. Also machen wir 6 Runden. Und dann würde ich sagen, los geht's. Des heutigen Abends. Seid ihr bereit, die Kandidaten der heutigen Sendung kennenzulernen? Ja, dann zeig uns die Kandidaten. Spieler 1! Wer hätte das erwartet? Spieler 2! Spieler 3! Sean! Aus yeah. Sean of the Dead! Genau. Spieler 4! Und Sunny aus den Sims-Bergen. Okay, kenne ich nicht. Hat auch nicht wirklich viele Ähnlichkeiten. Nach jedem Quiz könnt ihr euer Geld auf unserem Rad als Wetteinsatz setzen. Am Ende des Spiels ziehen lediglich die beiden besten Spieler ins Finale ein. Je schneller ihr richtig antwortet, desto höher ist euer Gewinn. Das Grinsen ist so geil. Danke, Jerry. Werft eure grauen Zellen auf. Es ist Quizzeit. Auf jeden Fall. Leider liest er die Fragen nicht vor. Das klassische Quiz heizt euren grauen Zellen ein. Ihr habt 15 Sekunden Zeit, um zu antworten. Für jede richtige Antwort gibt es Geld. Bewege die Wii-Fernbedienung, um die Antwort zu wählen. Bestätige die Antwort mit dem A-Knopf. Seid ihr bereit? Geschichte und Geografie. Welches Tier finden wir in der afrikanischen Wüste vor? Kamel, verdammt, ja. Ist mir zu schnell. Ich versuche die Fragen mit vorzulesen, dann bin ich noch langsamer wie sonst. Was? Naturwissenschaften. Was? Ich meine, das wäre Distanz, aber Monument auf jeden Fall nicht und Evaporation habe ich schon nie gehört. Ja. Spieler des Jahres der Spielen zu. Ich kenne keinen ja. Golfspieler. Also kein George Bush, Michael Jordan. Der hier hört sich nicht. Doch toll an. Ja, weil die anderen sagen mir nicht. Ich kenne die alle nicht. Also Michael Jordan ist Basketballspieler, das weiß ich. Und George Bush, ich bitte dich. Achso, ich habe mir die anderen Namen nicht wirklich durchgelesen. George Bush wäre natürlich witzig. Aber ich habe gedacht, dass das kein Spieler ist. Also. Okay, es gibt einen Bonus, wenn wir jetzt richtig Geschichte antworten. Und Geografie. Wo ist er denn? Da ist er. Big Ben, genau. Ich lese die Fragen jetzt nicht mehr durch, weil wenn ich die vorlese, dann bin ich zu langsam. Lang. Ja. Dann bin ich einfach viel zu langsam. Oh, und die haben alle richtig. Hier geht's auch um Geschwindigkeit bei dem Quiz. Ja, der Ringe. Wer ist Liv Taylor? Und was für Figuren gab's da? Liv Taylor hat eine von den Elfen gespielt, das weiß ich noch. Muss mich da dir anschließen. Aber ich wusste nicht. Ah, wenn es ein Name, der sich für mich richtig anhört. Ich muss raten. Es dauert mir zu lange, das alles durchzulesen. Nomen und Pronomen? Ne? Okay. Ich habe keine Ahnung, ich kann die deutschen Sprachen nicht, ist mir fremd. Oh, ja. Ist scheiße, wenn man hier anfängt zu lesen. Und dann auch zu rechnen.
Was? Welches falsch? 6 mal 8 ist mal ein bisschen. Oh Mann, 42 was? Oh. Wir sollten uns mal ein bisschen mehr anstrengen, wir sind scheiße. Also, nee, du eigentlich nicht, du führst. Also, wir sind beide best. Nicht okay, du nicht. Spieler 4. Ich baue hier nur mehr Scheiße. Gewinnen. Oder mehr verlieren. Genau. Möchtest du das Rad drehen? Also, ich sag immer ja beim Rad drehen. Ich drehe immer am Rad. Das ist das Problem. Alle sagen, alle Trainer am Rad. Du kannst beim Rad alles verlieren. Du kannst aber auch viel gewinnen. Das Problem ist nur, selbst wenn du das Rad nicht drehst, kannst du trotzdem alles verlieren. Also macht es keinen Sinn, das Rad nicht zu drehen. Auf jeden Fall die Chance aber wahrnehmen dann. Du klickst das Rad mit A an, dann siehst du schon, du kannst dich hin und her bewegen. Und wenn du dann ein bisschen Schwung holst, an. Genau. Zack, genau. Und dann dreht sich das Rad. Und ich will nicht den grünen. Also soll es auf jeden Fall nicht auf dieses Smiley draufkommen, glaube ich. Das wäre schlecht. Ja, dieses etwas unglückliche Smiley ist schlecht. Also alle blauen Felder sind natürlich gut, da darf man, also da kriegt man entweder Geld oder man darf sich Geld holen. Ich darf mir 5000 holen und die hole ich natürlich nicht von dir, das wäre sinnlos, weil wir kommen irgendwann ins Finale zusammen, also hole ich es lieber von dem hier. Gucken wir mal, was die beiden anderen Endermann raus sind. Ja. Ich will mit dir im Finale stehen, sonst ist es ja witzlos. So, okay. Muss ich hier ansetzen oder was? Einfach irgendwo A klicken und dann einfach drehen, genau. Und auf das grüne Feld willst du auf keinen Fall, weil dann musst du dein Geld mit irgendjemandem tauschen. Und da du im Moment am meisten Geld hast... Komm, komm. Ah. Okay, dann würde ich empfehlen, mit mir zu tauschen, weil jetzt habe ich, glaube ich, gerade am meisten. Ja. Tauschen, okay. Also wenn du jetzt mit jemand anderen tauschen würdest, wäre ich dämlich, weil dann hast du echt ein Problem. Und das ist eben das Schlimme. Die Computer können ja auch auf das Feld kommen. Das heißt, selbst wenn du das Rad nicht drehst, kann es sein, dass dir irgendjemand dein ganzes Geld abholt. Also dem wünsche ich das Smiley, aber es wird wohl nicht passieren. Der darf sein Geld verdoppeln, so wie es aussieht. Oh. Dann hat er schon 2500. Sean, Mann, du bist ja richtig reich. Jetzt kannst du auch endlich mal dein Eis bezahlen, das du im Film irgendwie am Anfang nicht bezahlt hast. Ist schon ewig her, wo ich den Film gesehen habe. Wenn du das sagst. okay, okay, und Sunny? Ich glaube, ich weiß, wen er darstellen soll. Jetzt, wo ich ihn nochmal sehe. Er verliert. Oh. Er ist eine arme Sau. Ich habe eben schon 5000 geklaut und jetzt verliert er auch noch den Rest, den er hat. Sunny ist pleite. Da lächelt selbst der nicht mehr. Angela, oh. Bitte verrate uns, wer auf dem ersten Platz liegt. Genau, Angie, zeig's uns. Yay! Moment noch auf dem ersten Platz, ja? Ja, Poser, hast du nur Glück gehabt beim Rad? Ne? Ja, ein bisschen. Es ist Quizzeit. Okay, Runde 2. Allgemeinwissen. Allgemeinwissen, ja, das ist eine Kategorie. Wahnsinn. 1000 Jahre pro Millennium. Na, 75. Geschichte und Geografie. Karibik, oder? Jamaika, oder? Du musst mir nicht alles Karibik nachmachen. Karibik müsste es sein, bei Pazifik auf jeden Fall nicht und Eismeer auch nicht. Also Eismeer wäre cool. Golf von Alaska Sport. Auf jeden Fall auch nicht. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, aber ich sag mal... Raus, aber wann kam Teuflisch raus? Nee, da nicht. Ich sag nur 92, komm. Ich habe keine Ahnung, was Michael Jordan so macht. Ich auch nicht, verdammt. Oh. Die beide gefällt. Ja, wir sind schon am Anfang von Basketball, jetzt weißt du was. Für die richtige Antwort gibt es jetzt gibt's richtig einen Sondergeldbonus. Bonusfrage. Geschichte und Geografie. Scheiße. Das hängt davon ab, was du zuerst liest. Ich hab's zu spät gelesen, aber die anderen, das war irgendwie... Also der Grand Canyon wurde definitiv nicht von Menschen gebaut. Das wird mich überraschen. Keine Ahnung, wer weiß. Elefant? Ich weiß nicht, was ich aber Kommode war noch. Niemand hat Elefant richtig geantwortet. Geil. Oh Gott, Keine Ahnung. Ich kenne ihm seine Filme nicht. Also. Ich auch nicht. Also, ich weiß, er war in ein Interview mit einem Vampir oder war das Brad Pitt? Musst du raten, ne? Ich habe auch geraten, aber sagen wir allen nichts. Wie war das mit der deutschen Sprache? Ja, ich habe keine Ahnung. Verwirrt den Leser, die Antwort finde ich super. Spieler 4 hat garantiert recht. Oh, okay. Ja, Konjunktionen verbinden also Satzteile. Hier ist die Rangliste okay. Nach dem Quiz. Na, du bist ja immer noch. Scheiß Poser hier. Was, Spieler 4 hat 0 Punkte? Der hat nicht eine Antwort richtig gegeben, die Runde? Das Rad drehen anscheinend und nicht. Mehr gewinnen. Oh Mann. Mehr verlieren. So, jetzt kommt wieder drehen, ja? Möchtest du das Rad drehen? Wir drehen natürlich alle am Rad. Alle wollen am Rad. Ich will überhaupt sehen, dass einer Nein wählt. Wenn die Computergegner in Führung sind, sagen sie normalerweise nein. Aha. Okay. Das kostet mich wohl 500, so wie es aussieht. Oh, ja. Damit kann ich leben. Es könnte schlimmer kommen. Also, zwei Felder weiter und ich hätte alles verloren. So.
Gucken, ob du es besser machst. Das Gute ist, wenn du in Führung bist, dann klaut mir schon mal keiner mein Geld. Ich bin gespannt. Bitte nicht das Smiley. Nee, das wird nur 4500, oder? Ja. Komm, komm. Oh. Okay. Ein weiter wär zu viel verlangt gewesen. Dann bleibt der Vorsprung also gleich. Noch, aber jetzt bin ich gespannt. Shaun of the Dead, zeig uns. Ja, der Drehung. Macht natürlich mit richtig Schwung hier, ne? Alles klar. Und er verliert das alles. Smiley, ich will das Smiley sehen. Weißt du, ein Feld weiter und er wäre vor uns gewesen. Jetzt ist er auf Null. Und der kann nicht. Gibt's eigentlich Minuspunkte beim Spiel? Nee. Aber dass der keinen einzigen Punkt gemacht hat, die Runde, das ist schon seltsam. Ja, brauchst eigentlich. Fast 10.000 gewesen. Ja. Wenigstens hat er braucht keine Angst zu haben, dass er viel verliert, weil irgendwie kann er nichts verlieren. Deswegen meine Frage zu den Minuspunkten. Angela, bitte ja, geht zeige nicht. Uns die Rangliste. Genau, Angie, zeig uns die Rangliste. Hat sich nichts geändert seit letzter Runde, ne? Viel, aber du hast mehr als vorher. Ja, du auch, du Held. Ja, aber du bist näher an mir dran als vorher. Okay. Es ist Quizzeit. Genau, Quizzeit. Runde 3. Leg los. Unterhaltung. Wer ist Gary Spice? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Gary. Melanie auf keinen Fall, oder? Scary Spice, meine Fresse. Sagt überhaupt nichts. Melanie B. Verdammt, ich wollte es dir erst aussehen, aber... Geschichte und Geografie. Meisten Einwohner. Indien, die haben doch einen Haufen, oder? Jamaika auf keinen Fall, Madagaskar, ich bin nicht. Ja. Und Montserrat, keine Ahnung, was das sein soll. Ja, Montserrat, kenn ich auch. Geschichte und Geografie. Boah, wie hast du das so schnell gelesen? Zufall. Ich war gerade erst bei Maschinen, die arbeiten, und war klar, es geht um die industrielle Revolution, aber da war ich noch gar nicht an Dings Antwortmöglichkeiten. Was? Achso, ja, okay. Mein Wind auf jeden Fall. Kohle wäre seltsam. Benzin wird eher ungesund sein. Wie ist dein Garten nicht auf Benzin angewiesen? Nee, bisher nicht. Sonderaktion! Ja, dann zeig's uns. Wie viel gibt's diesmal? Richtige Antwort, gibt es einen Sondergeldbonus. Wieder richtig fett Kohle. Sport. Wer ist Ralf Nadal? Ich glaube nicht, dass er ein Kilt beim Tennisspielen trägt, oder? Keine Ahnung. Eine Cabriose. Okay, meinetwegen. Geschichte und Geografie. Genau. Ja, ja. Ja, weil... China war eine englische Kolonie ewig lang, ne? Korea eher nicht. Also ne, Hongkong war ne chinesische Kolonie, genau. Geschichte und Geografie. Oh Gott, Hauptstädte, hier drauf. Manila hört sich gut an, ja. Tokio kann es nicht sein. Weil die anderen zwei gehen. Ja, Peking und Tokio kann es nicht sein. Was ist C? Ihr seid doof. Peking. Hier ist die Rangliste nach dem Quiz. Es ist schon wieder vorbei, das ist ja wahnsinnig kurz. Ja, schämt euch. Wir sind immer noch in Führung. Ich bin irgendwie stolz auf dich. Vorbei. Die Kandidaten können das Rad drehen und mehr gewinnen. So, alle drehen wieder am Rad. Und die anderen... Oh, einer wählt nein, ich hab drauf gewartet. Sean will nicht, der hat die Schnauze voll vom Verlieren, er hat eben alles verloren, okay. Mit viel Schwung und... Okay. Leg. Okay, jetzt habe ich genug am Rad gedreht und jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich finde das geil, dass der so tanzt, während das Rad sich dreht. Oh. 10, wow. Oh, schade, wären fast 7.500 gewesen. Ja, die 7.500 wären mir irgendwie schon lieber gewesen. Hast aber nur 10 verloren, also. Ja, damit kann ich noch leben. Sein. So. Mal gucken, was du alles verlierst jetzt. Ach, du drehst das Rad auch wie eine Pussy. Oh, und das hast du davon. Ja. Es mal gedreht wie ein Mann. Aber das kommt schon wieder irgendwann. Wir waren jetzt in Runde 3, ne? Das heißt, du musst jetzt ganz schön was reinhauen, dass du hier wieder aufholst. Ich will doch gegen dich im Finale stehen, Mensch. Ja, vielleicht glaubt er mir jetzt auch mein Geld, wir landen beide nicht im Finale. Oh. Der klaut nichts, der gewinnt mal was. Ja, Wahnsinn, ne? Hey, dann ist er jetzt schon bei über 10.000, oder habe ich das eben falsch gesehen? Tatsache. Wow. Angela, bitte verrate uns, wer... Ja, als ob er sich alles schon wissen würde, ne, ob das 4 ist. Ich will das sehen, mir gefällt Angie. Ja, guck dir ihre Haare an, die sind doch Wahnsinn. Ja, es gibt in den Game Shows immer so eine Barbie, die Ergebnisse vorführt, also. Irgendwie gefällt mir der DJ besser, also die Tussi hier. Es ist Quizzeit. DJ bei so einer Sendung, das wäre... Ich finde ihr Tattoo cool.
Das ist unfair. Calcium, das kann ich dir sagen, weil ich es weiß. Ja, weil du hast ja sowas gelernt, also. Genau. Unterhaltung! Aerosmith, keine Ahnung, was weiß ich, wer in Super Bowl auftritt. Hast du schon mal in Super Bowl geguckt? Nö, wir sind doch keine Amis. Ich hab dauert nicht so lange, das zu lesen. 400, ja, nee, also das war jetzt mathematisch sehr falsch. Was? Elefanten drin, komm. Ja, warum eigentlich nicht? Komm, ich nehme Elefanten gerade. Kamelrennen. Keine Ahnung, was die Banger da schreiben. Boah, Kapazität. Ich hab nicht gehört. Geschichte und Geografie. Oh, du Offensicht. Affe. Das konnte man eigentlich schnell lesen. Die anderen sind auch alle viel zu warm, um eisig zu sein. Ja, deshalb. Achtung, ja, aber du bist zu schnell. Ich muss dir auch aufholen. Das wird ja immer weniger. Weißt du, der Bonus kann bis zu 5000 sein, glaube ich. Der wird immer kleiner. Oh Gott, Och, keine Ahnung. Wieder was, wo man raten muss. Ja, nehmen wir diese Sportfragen und Promi-Fragen, als wenn man da ja, ihr ratet natürlich richtig, ihr Poser. Naturwissenschaften. Von Norde bis Süden ist die Länge, ja, müsste die Länge sein, oder? Schade, niemand hat richtig geantwortet. Okay. Ach, was weiß ich. Verehrte Zuschauer, die Rangliste vor dem Rat. Siehst du, wie du dich versteckst? Ja, shame on you. Aber du hast wieder gut aufgeholt, immerhin schon mal 7000 plus. Und mehr gewinnen oder mehr verlieren. Ja, also verlieren wir doch ein bisschen mehr. Ja, wir wollen alle am Rad drehen. Wir drehen immer am Rad. Ich muss es versuchen. Auf jeden Fall. Hoffen wir, dass ich nicht nochmal alles verliere. Das wäre ziemlich assi. Und was wird's? Was wird's? Bitte nicht tauschen. Die 10.000 wären cool. Yeah. Nicht, dass das einen Unterschied macht, weil ich sowieso schon Erster bin, aber... Ey, 10.000 Dollar oder was auch immer. Ja, das ist ein Dollar hier, ne? Dollar. So, wünsch mir Glück. Guck, dass du die 15.000 kriegst, dann ist alles in Butter. Das war schon mal besser als vorher. Okay, die 15.000 bist du schon mal nicht, aber du darfst tauschen. Das solltest du jetzt nicht mit mir machen. Weil sonst werde ich wahrscheinlich nicht im Finale sein. Tauschen. Das wäre ja voll billig. Ja, nimm Spieler 4, der allermeisten. Auf jeden. Ich will ja gegen dich im Finale spielen, das wäre ansonsten doof. Es geht darum, wer im Finale gewinnt. So, und dem wünsche ich das Smiley. Der hatte doch schon mal das Smiley. Oh nein, der nimmt mein Geld. Er kriegt das. Oh. Verdammt. Ja, er könnte vom Dritten nehmen. Oder ne, er ist der Dritte. In dem Fall muss ich aber sagen, ist gut, dass du nicht mein Geld genommen hättest, sonst hätte er nämlich jetzt mein Geld von dir genommen. Also, hat dir jetzt gar nicht so weh getan. Scheiße. Das ist ja das, was ich gemeint habe, ne? Selbst wenn du nicht am Rad drehst, kannst du trotzdem verlieren. Und er verliert alles. Yes. Hast du verdient, weil du hässlich bist. Gott, du gönnst dem armen Kerl gar nichts. Der ist andauernd bei Null. Ich gönne keinen was außer mir selbst. Okay. Weißt du, dass wir ein Problem haben? Wir müssen jetzt richtig brutal viel Knete machen. Spieler 3 muss raus. Das ist unser Problem. Ja, also wahrscheinlich wird es drauf rauslaufen, dass einer von uns nicht ins Finale kommt. Weil gerade eben haben wir jetzt beide Verluste gehabt, ne? Ja. Gott, das wird jetzt eine Katastrophe. Den Cursor über die Unterhaltung. Scratch Quest, was ist das? Ah, du musst hier rubbeln. Keine Ahnung. Was weiß ich, wer Denzel Washington ist und was für Sportarten der macht. Okay, meinetwegen. Achtung, ich habe auch keine Ahnung von Sport. Sonderaktion. Die Sonderaktion kommt aber gerade sehr früh. Wow, okay, jetzt müssen wir aber richtig antworten. Das lohnt sich. Bitte jetzt eine leichte Frage. Geschichte und Geografie. Port-au-Prince ist die Hauptstadt welchen Landes? Kolumbien vielleicht? Haiti? Thailand? Ich sag Haiti. Die anderen würde ich wissen, die hören sich anders an. Also, Haiti, ja. Das hat sich gelohnt. Schulwissen. Was bedeutet Buddha? Das bedeutet Erleuchteter. Der Erleuchteter, genau. Mein Gott, wenn ich schon mal was weiß, dann darf ich es auch rausposaunen hier. Geschichte. Noch was? Wie heißt die Hauptstadt von Peru? Lima? Das glaub weißt ich, du, oder was? Glaub ich. Die anderen hören sich komisch an. Finde ich gut. Sport.
Wo finden im Jahr 2011 die Weltmeisterschaften Prolauge statt? Erstens mal ist das Vergangenheit und zweitens keine Ahnung. Ich sag Tokio. Weil London. Okay, London. Nur mal so. Okay, wieder noch. Wuppertal, wollt ihr mich verarschen? Wie nennt man eine Gruppe von Reptilien, die vor Millionen Jahren lebten? Dinosaurier, das sind's doch. Nein! Das sind Säbelzahntiger, sind es Reptilien? Ich hab Reptilien erst nicht wahrgenommen. Säbelzahntiger und Säbelzahnreptilien. 6 Milliarden, da sind sie. 900 Milliarden wäre ein bisschen viel. Ja, allerdings. Ich meine, der Planet ist so schon überbevölkert. 9 Milliarden wäre auch zu viel gewesen. Also fast am besten. Weißt du, dass wir die Runde brutal aufgeholt haben? Das muss auch so sein, aber der andere ist immer noch zu weit vorne. Ja, also irgendwie, wir müssen ihm Geld abnehmen. Wir müssten auf so ein Feld kommen, wo man Geld von irgendwem nehmen darf. Dann könnte man ausspielen. Möchtest du das Rad drehen? Er dreht nicht. Haha. Ja, also wenn wir nicht ins Finale kommen und uns dadurch entscheiden, dann gewinnt der, der am meisten Geld hat von uns, oder? Hm, würde ich sagen. Mal zwei, komm. Scheiße. Okay, ich bin wahrscheinlich raus. Verdammt, das Mal 2 wäre es jetzt natürlich gewesen, ne? Ja, schon, da guckst du, ne? Du spielst mit meinem Geld, du Penner. Was ich mir hart erarbeitet hatte. So, wie viel Glück ich hab. Mit wer tauschen? Ich werde die 2500 oder was? Ich muss abgeben. Wem gebe ich das ab? Auf keinen Fall Nummer 3. Dann gib's mir, dann bin ich wenigstens in deiner Nähe. Solange es keiner von den anderen beiden kriegt, ist mir egal. Verdammt, das war zu viel. Scheiße. Der will nicht tauschen. Der vergibt aber. Und der gibt's dir, weil du am wenigsten hast. Das ist super. Weil du jetzt hättest mich gerade automatisch zum Gewinner gemacht und das wäre dumm gewesen. Wähle einen Kandidaten, der Geld. Das ist gut. Weil das ist fair. Dann hast du deinen 2500 wieder und ich habe halt Pech gehabt, dass ich den 1000 verloren habe. Deswegen nennt man es auch Glücksspiel. Ja. Ja, Barbie, zeig uns. Sieht aus wie eine Barbie, komm. Ja, schon irgendwie. Gut, du stehst jetzt im Finale. Darum geht's, wer zuerst die richtige Antwort gibt in 5 Fragen. Weiter zum nächsten. Also viel Erfolg. Also nur noch 2. Ach nee, wir haben ja noch Runde 6, stimmt. Runde 6 und dann kommt das Finale. Wir haben ja gar keine 5 Runden, 6. Aber wenn es nachher so ist, dann bin ich noch dabei und du bist weg, oder was? Ja. Die richtige Antwort. Bewege die Taschenlampe über die Antwortfelder, um den Verbot. Du kannst nur lesen, wo du deine Remote drauf hast. Ah, okay. Bestätige die Antwort mit dem A-Knopf. Seid ihr bereit? Schulwissen. Wer spricht denn offiziell Gebärdensprache? Keine Ahnung. Ach, ich nehme Neuseeland. Keine Ahnung. Wo ist das eine offizielle Ansprache? Zu deinem Glück in Neuseeland. Okay. Das müsste richtig sein. Keine Ahnung. Auf keinen Fall. Karate ist nicht sein eigener. Stimmt, es ging um eigenen. Shitkun Durvas, genau. Schulwissen. Gleichseitig? Nein. Gleich. Wo steht denn gleichschenklich? Ohne gleich lange Seiten. Fuck. Okay. Unterhaltung! Ja, ich habe das Lied sogar auf meiner Festplatte, aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Jennifer Lopez auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir die hier. Wer auch immer die Johnny Wiffer ist ein Kerl. Also Cindy Lauper. Ja. Mein doch richtig. Achtung! Sonderaktion! Ja? Ja, wie viel? Immerhin, das ist auch einen Sondergeldbonus. Ja. Geschichte und Geografie. Ja, da hast du ein Glück, Mensch. Kronen, wo waren nochmal Kronen? Schweiz? Nee. Geschichte und Geografie. Island. Ja, super. Litauen auf keinen Fall. Nordanien auch. Ich hab's mal im Fernsehen gesehen, daher weißt du das. Naturwissenschaften. Hydroelektrisch, das hört sich auf jeden Fall nach Wasser an. War auch richtig. Ja. Hier ist die Rangliste. Also Hydro ist ja immer irgendwas mit Wasser. Hydro, dabei denke ich an Pokémon, nicht an irgendeine Technik. Also. Ja, du bist schon bei Pokémon, Mensch. Das ist scheiße, der ist immer noch vorne. Guck mal, der hat nicht einen Punkt gemacht, die Runde. Gewinnen. Der Penner. Mit meinem Geld. Möchtest du das Rad drehen? Ja, ich muss das Rad drehen, sonst habe ich keine Chance, ins Finale zu kommen.
Und der andere Penner erdreht. Er dreht trotzdem. Oh, ich hab drauf gewartet. Hoffentlich verliert da alles, dann sind wir nämlich im Finale, so. So, dann viel Glück. Oder gib mir die 15.000. Das sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Bleib da stehen. Nein. Es hätte schlimmer kommen können. Ich wollte aber noch die 15.000. Ich kann nicht mehr viel schlimmer kommen. Sei denn, du verlierst jetzt noch mehr als ich, dann käme ich noch ins Finale. So habe ich keine Chance. Ich wollte eigentlich noch nicht drehen, aber egal. Das sieht gefährlich aus. Der bleibt nicht stehen. Oh, Defense. Der bleibt stehen. Ich wollte auch noch überhaupt nicht drehen. Das ist das zweite Mal für heute, ne? Ich hab den Knopf gehalten, er hat einfach gedreht. Fick dich. Wie du eben gesagt hast, das ist ein Glücksspiel, ne? Ja. Warum spielen wir das Komm, auch? Der verliert jetzt auch alles, dann stehe ich gegen Spieler 4 im Finale. Ich gönn's ihm so, komm, drauf, drauf, drauf. Da, ja, ja. Jetzt so hast du mein Geld auch weg, so, Penner. Das ist davon. Schon, gelitten. Ich gehe gegen Spieler 4 ins Finale und der hat gerade mal 8.000. Es ist egal, was er kriegt, wir stehen auf jeden Fall zusammen im Finale. Ja, mach noch 10.000 drauf, das ist gut, dann gibt's wenigstens was zu gewinnen, weil der Gewinner kriegt im Finale die Hälfte des Geldes von dem, gegen den er gespielt hat. Und der hat gerade mal 16.000 jetzt oder so. Das heißt, da gibt's nicht viel zu gewinnen. Okay, 18.000 meinetwegen. Bitte zeige uns die Rangliste. Zeig's uns, Angie! Zeig uns, dass Defense verloren hat. Hey, du bist sogar noch Dritter mit 0. Nett. Ich bin's super. Was für ein Wettkampf! Jetzt kommt die ultimative Herausforderung zwischen den beiden Finalisten. Welcher der Finalisten der heutigen Sendung wird der TV-Show-King? Ich würde mal sagen, das bin ich. Unser erster Kandidat ist Spieler 1. Und unser zweiter Kandidat ist Spieler 4. Yay. Der erste Spieler, der 5 Fragen richtig beantwortet, gewinnt das Finale. Antworten beide Kandidaten richtig, geht der Punkt an den Schnelleren. Der Gewinner des Finales bekommt die Hälfte des Gewinns des Verlierers. Mann, hab ich einen Riesenkopf. Wir haben allen einen Riesenkopf. Das Finale! Och, woher soll ich wissen, wer ein erfolgreicher Tischtennisspieler ist? Der hier hört sich cool an. Jan-Ove Waldner. Die könnten Fragen stellen, obwohl er auf jeden Fall nicht ist. Unterhaltung! Hallo, wer ist das? Kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wer Amy Winehouse ist. Also von daher, die könnten Fragen stellen, ob ich auch eine Antwort habe. Geografie. Der hört sich gut an, findest du nicht? Chilenisch, ja. Das gibt's nicht, der zieht mich ab. Nur weil hier nur Fragen kommen, ob ich keine Antwort habe. Omega. Gut. Alpha! Also bitte. Ui. Keine Ahnung, weiß ich, wo die gekämpft haben. Ich glaube, er hat recht. Das gibt's nicht. Der kriegt aber. Der kriegt nur solche Fragen. Was? Welcher dieser Gruppen ist der Erdnuss zuzuordnen? Achso, ja. Er hat recht, ja. Also gewinnt er, weil er vorher dran war, oder was? Ja. Ich habe erst die Fragen gar nicht auf die Reihe gekriegt. Wir haben also das war ja mal mega fies. Da waren ja nur Fragen drin, die kein Mensch beantworten kann. Das heißt, man interessiert sich in irgendeiner Art und Weise dafür, was irgendwelche anderen Arschlöcher auf dem Planeten machen, die keinen Sau interessieren sollten. Ja, das also ganz im Ernst, der Titelkampf von Ali, das ist mir doch so scheißegal. Und vor allem, das war wann? Vor 20 Jahren? Nee, vor 15 Jahren? Nee, wann war der? Zu lang. Zu lang her. War das der, wo er dem anderen ein Ohr abgebissen hat? Nee, das war gar nicht. Das war Mike Tyson. Genau. Nee, ja. Nicht mal das ist von Interesse, also. Spieler 2. Gott, was für ein Witz. Auf dem zweiten Platz. Was für ein schlechter Witz. Spieler. Weißt du, dass wir beide scheiße sind? Aha. Ja. Hättest du die Fragen beantworten können, die da hatten? Nee. Auf keinen Fall. Also das mit dem Omega, das habe ich noch auf die Reihe gekriegt, das war klar. Und die Hülsenfrucht hätte ich auch gewusst, wenn ich die Frage erstmal begriffen hätte. Ich war überrascht, dass er der Meinung war, dass Alpha der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets ist. Aber ich glaube, den hat er nur gewählt, weil ich zuerst gewählt habe. Ja. Also nachdem es Anna, da ich ja schon ausgewählt hatte, war es egal, was er wählt. Der konnte nicht mehr gewinnen, wenn es richtig ist. Wir sehen uns bald wieder. Das ist irgendwie blöd, dass man immer zu viert spielen muss. Ja.